Hey Leute, was geht ab? Hier ist iMars und ich bringe euch heute ein 48 zu 4 Herrschaft auf Jungle mit der M16. Und ja, die M16 ist ja eine Waffe, die genauso wie die AK-47 schon sehr, sehr lange in der Call of Duty-Serie vertreten ist. Und das erste Mal war sie, glaube ich, bei Call of Duty 4 zu sehen. Und da war sie, soweit ich weiß, ich habe ja leider erst bei Modern Warfare 2 angefangen, die stärkste Assault Rifle und mit der MP5. Eigentlich auch immer im Competitive Gaming zu sehen. Ihr Comeback hatte sie dann in Modern Warfare 2, wo sie durch die Farmers leider übertroffen wurde. Ich bin ja leider nicht im Competitive Gaming involviert, aber ich vermute, der Grund, warum die Farmers in der MW2 die M16 übertraf, war, weil man auf die Farmers in Red Dot Zeit anbringen konnte, ohne Nachteile, und bei der M16 ging das eben nicht. Denn dann hatte die Waffe auf einmal eine Menge Rückschlag und war somit viel schlechter als die Farmers. Und die M16 hatte dann nur keinen Rückschlag, wenn man ein holographisches Visier aufgebracht hat. Und wie wir alle wissen, ist der Punkt bei dem Red Dot, bei dem holographischen Visier, viel größer als beim normalen Red Dot Zeit. Und deswegen war in Red Dot Zeit eigentlich immer die Präferenz. Nun ja, und jetzt ist sie wieder im siebten Teil der Call of Duty-Serie vertreten und durch das Fehlen von Feuerkraft leider sehr schwach geworden. Und man sieht sie nicht mehr im Pro-Gaming und auch nur noch sehr selten in Pubs, meiner Meinung nach. Und ich persönlich bin jetzt auch nicht gerade ein Fan von dieser Waffe. Und weil sie halt ohne Stopping Power oder Feuerkraft sehr schlecht im Nahkampf ist und wie ihr auch in diesem Gameplay sehen werdet, zum Großteil werde ich nur im Nahkampf sterben. Und ohne Feuerkraft muss man also einen ganzen Burst, also alle drei Kugeln auf den Gegner hauen, damit er stirbt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch nicht wahr, oder? Im Durchschnitt hau ich wirklich drei Bursts auf den Gegner und damit er stirbt. Und wenn ich Pech habe, dann ist er dann noch nicht mal tot. Ich weiß jetzt wirklich nicht, woran das unbedingt liegt. Vielleicht liegt es daran, also ich weiß nicht, ich habe immer grundsätzlich eigentlich immer eine gute Verbindung. Und eigentlich immer drei oder vier Striche. Und vielleicht liegt sie auch einfach am Spiel. Weil ja bekannt ist, dass die Hit Detection bei vielen Waffen in Black Ops nicht gerade der super ist. Eher gesagt, ist sie ziemlich im Eimer. Und es kommt mir zum Beispiel sehr oft vor, dass ich auf den Gegner wirklich schieße. Und meine Zieloptik ist direkt auf seinem Körper. Aber Black Ops hält irgendwie nicht für nötig, mir auch nur einen Hitmarker zu zeigen. Und besonders schlimm ist es, wenn die Gegner gerade laufen. Also wenn sie gerade stillstehen, ist es nicht so grauenvoll. Aber wenn sie gerade laufen, schau ich das an. Also, kann ich auch nichts dazu sagen. Und auf jeden Fall, wie auch immer. Und außerdem hat die Black Ops dann auch noch, hat die Black Ops. Geile Waffe, Black Ops, Leute. Black Ops, gute Waffe. Nein. Also, die M16 hat im Black Ops dazu auch noch einen Rivalen, nämlich die G11. Die G11 ist eine deutsche Waffe von der Marke Heckler & Koch. Und die Waffe sieht so komisch aus. Ich habe keine Ahnung, warum das Ding so aussieht. Ich weiß auch nicht, warum sie so komisch aussieht. Sie sieht völlig aus wie so ein Föhn, finde ich. Echt. Da kann man nichts dazu sagen. Und ich habe auch wirklich keine Ahnung, warum sie so aussieht. Zumindest wurde bei der Waffe, wisst ihr, das Magazin ist oben und ist total länglich und da passen unglaublich viele Kugeln rein. Und zumindest wurde bei dieser Waffe, um so viele Kugeln auf möglichst kleinen Raum zu bringen, in diesem Spiel, also im Spielen sind es dann 48 Kugeln pro Magazin, wurden die Hülsen von den Kugeln entfernt. Das heißt, die Waffe hinterlässt sozusagen keinen Müll und feuert nur die Kugeln. Normalerweise sind ja immer diese Hülsen, daraus werden dann die Kugeln geschossen und die fehlen dann da. Und warum ich die G11 jetzt so anspreche, ist, weil ich finde, dass es klar ist, dass die M16 mal wieder durch die G11 in den Schatten gestellt wird. Und die G11 hat einfach eine höhere Feuerrate und ein viel größeres Magazin und ist das Geilste an der Waffe ist einfach nur das Hüftfeuer. Ich meine, spielt mal mit der Waffe in ruhiger Hand. Ich wette, ich könnte euch ein Gameplay mit dieser Waffe zaubern. Nur mit Hipfire. Das geht einfach. Weil diese Waffe einfach so völlig overpowered im Hipfire ist. Oh, Hipfire. Nein, also gut. Der einzige Nachteil, was die M16 jetzt besser macht als die G11, ist, dass die G11 früher an Schaden verliert. Das heißt, die M16 verliert vielleicht auf 50 Meter erst ihren Schaden und die G11 schon bei 30 Meter oder sowas. Bin mir nicht ganz sicher. Aber auf Entfernung finde ich trotzdem, dass die G11 einfach ein Vorteil ist, weil sie einfach weniger Rückschlag hat. Und ja,
Ich weiß auch, man sieht die GF nicht sehr oft, vielleicht sogar noch viel seltener als die M16. Aber das liegt, glaube ich, bestimmt einfach nur daran, dass es, zumindest ist es so bei mir, dass noch sehr viele am Leveln sind und sich durch die ganzen Prestige kämpfen. Und sobald sich Black Ops aber zum Ende bewegen wird und sich dann alle bis zu ihrem Wunschprestige gekommen sind, dann glaube ich, dass die GF dann nochmal einen Durchbruch feiern wird und man wird sie wohl andauernd sehen. Denn eine Waffe, die so schnell feuert wie die G11 und so gut wie keinen Rückschlag hat, das ist schon einiges wert. Und auch wenn die G11, wenn ihr die G11 mal benutzt, dann bitte ohne Aufsätze, denn dann geht nämlich dieses Rumgewackel weg, das ihr habt, wenn ihr das Niedrigenergie-Zielfernrohr, so heißt es glaube ich, verwendet. Und nur mal nebenbei als Tarnung würde ich euch empfehlen Berlin, denn das sieht echt super nice drauf aus. Naja, zum Schluss noch was, was gerade nicht sehr zum Thema passt, aber ich finde doch schon sehr wichtig ist. Und zwar wissen es wohl alle PS3-Nutzer, das PlayStation Network ist schon seit einigen Tagen down. Die Wahrheit ist nicht, dass es gerade irgendwie gewartet werden muss oder so, sondern dass es eine Gruppe von Hackern gibt. Ich habe gehört, die heißen Anonymous. Ich bin mir überhaupt nicht sicher und ich habe es nur in einem Kommentar gelesen. Ich glaube dem jetzt einfach mal, ist ja auch völlig egal, wie sie heißen. Auf jeden Fall wurde das Netzwerk ja gehackt und die haben sich eingehackt und wahrscheinlich haben sie nicht nur das Netzwerk seit Tagen lahmgelegt, sondern gleichzeitig haben sie auch noch alle eure persönlichen Daten geklaut. Sprich, Passwörter von euren Account, von euren Foren-Accounts, von was weiß ich, was auch immer, alles Mögliche ist wirklich geklaut. Das ist sehr wahrscheinlich und jetzt kommt das Wichtigste, die haben wahrscheinlich auch eure Kreditkarteninformationen, wenn ihr welche angegeben habt. Und das heißt, es kann wirklich jeden von euch erwischen, auf einmal habt ihr da irgendwelche Abbuchungen. Naja, passt auf jeden Fall auf. Zuerst habe ich mich noch ein wenig drüber lustig gemacht, wie arm Sony doch ist und habe gelacht, dass ich ja so cool bin und eine Xbox habe, bla bla bla. Aber jetzt scheint es mal echt ernst zu werden. Und nun ja, dieses Gameplay ist auf jeden Fall zu Ende. Endscore ist 48:4 und vergesst mir nicht, einen Daumen hoch zu geben, wenn es euch gefallen hat. Ich kann zurzeit wirklich jede Bewertung von euch gebrauchen. Ich denke, ihr wisst warum. Also macht's gut, Leute.